Übertragung. Wir haben zwei Übertragungen. Versuchen Sie noch einmal, das kleine Panzerreparaturset zu aktivieren. Panzerreparaturset. Aktiviert. Ist aktiviert. Ich fasse es nicht. Es ist aktiviert. Ja, wer hätte es denn denken können? So. Genau. Dafür ist das Skilltraining wichtig. Doch es sind noch einige Fragen offen. Wer hat die Knochenlage zum Beispiel angegriffen? Was waren ihre Wege und weiter? Sind übrigens eins von vier Völkern, die es hier gibt. Inklusive Untervölker, also plus Untervölker. Wir haben gerade erst die Untersuchung begonnen, aber ich habe zwei Theorien. Hinter dem Angriff kann einfach ein Bier stecken. Ja. Es mangelt nicht an Wettbewerbern, die buchstäblich töten würden, um sich die bahnbrechenden Klon- und Kapseltechnologie der Erde anzueignen. Besorgniserregend ist die Möglichkeit, dass jemand da draußen versucht, unsere Forschungen zu behindern. Obwohl er stolz darauf ist, New Edens Technologie zu revolutionieren, gibt es auch jene, die glauben, wir würden unsere Innovationen zu weit treiben. Die Gesetze zur Unterdrückung von Technologien in New Eden sind drakonisch, wenn Sie mich fragen. Naja, ist halt so, ne? So, öffnen Sie die Agency. Agency quasi. Leitfaden und Auftraggeber-Menü in einem. Ah, perfekte Gelegenheit, sich mit der Agency vertraut zu machen. Ja, guck mal. Die Agency ist der Zugang zu New Eden und allem, was das Cluster zu bieten hat. Als neuer Kapselpilot, das sind wir, bestimmen Sie selbst über Ihr Schicksal. Sie können die Geheimnisse der Sterne entdecken oder Ihr Können auf den Schlachtfeldern überstellen. Vielleicht steckt Ihnen sogar New Edens nächster großer Wirtschaftsmagnat. Sie haben die Wahl. Öffnen Sie die Agency-Mission. Agency-Mission. Agenten-Mission. Karriere. Und ich kann jetzt aussuchen, was ich mache. Wir können Glücksritter, also Enforcer, industrieller Produzent, Entdecker oder Glücksritter. Ich entscheide mich für den industriellen Produzenten. Ich bin nun mal leider ein kleiner Ferengi. Und dementsprechend starten wir Kurssetzen auf den interstellaren Produzenten. Kurssetzen bedeutet in dem Fall, dadurch wissen wir, wo wir müssen hinfliegen, um mit ihm zu reden. Schließen Sie die Agency. Agency geschlossen. Weiter. Vielen Dank. Weiter. Wenn Sie bereit sind, können Sie abdocken. Klicken Sie auf Abdocken. Das weiß ich. Danke. Ich würde aber hier... bestätigen. Danke. Schließen. Jetzt müssen wir hier nämlich mehr drin haben. Ah, guck mal, wir haben mehr drin. Weil ich will hier nichts drin liegen lassen. Aber ich will hier noch gucken, was wir hier drin haben. Ey, guck mal. Hier haben wir ganz viele Sachen drin. Warum haben wir hier ganz viele Sachen drin? Ich habe ja auf diesem Account schon einen anderen Charme laufen. Und das sind tägliche Einlog-Belohnungen, die wir gekriegt haben. Zum Teil aber auch noch aus dem Weihnachtsevent, was es gab, Belohnungen, die der andere Charakter nicht angenommen hat. Also wo ich gesagt habe, nee, das packst du jetzt nicht in dein Inventar, das behältst du jetzt nicht, weil das zum Beispiel Sachen sind wie das hier, Skill Points. Diese Skill Points werden aber nicht als Inventar-Item in unserem Inventar gelagert, also in unserem Gegenstandsinventar auf der Station, auf der wir gerade sind, oder dass wir dann ins Schiff schieben können, sondern die werden direkt, weil hier das kleine Männchen als Symbol ist, direkt eingelöst. Quasi dann kann das unser Charakter direkt. Aus dem Grund lösen wir das da, das da, das da, ups, falsch, das, ja komm, das können wir auch direkt einlösen, das ist uninteressant. Was bringst du uns nochmal? Dieser Booster würde vom Bla hergestellt, um ihnen dabei zu helfen. Wertvolle Ressourcen und Mineralien? Nein. Also, wir kriegen 10.000, 35.000 Skillpunkte und 50.000, 70.000 ISK nochmal auf unser Konto geschrieben und irgendein Skin für irgendein Schiff. Uninteressant. Sage ich hier auf dieser Station einlösen. Ja, löst bitte ein. Und ihr seht, nichts taucht hier auf. Können wir auch das Skillbuch einlösen? Auf dieser Station einlösen? Ja. Dann
Später öffnen. Jetzt ist das hier im Inventar aufgetaucht. Jetzt mache ich da Doppelklick drauf, sage Container öffnen. Ja, toll. So, zeige ich das Skillbuch. Und ihr seht, ich bin, wenn ich das lerne, hier Frigate, kann dreimal gelernt werden auf Stufe 1, dauert 8 Stunden. Ich sag mal Skill hinzufügen. Jetzt gehen wir unser Skillbuch rein und wir sehen hier unten, wir haben 36.000 Skillpunkte zur freien Verfügung, die wir geben können. Jetzt unser Raumschiff. Wir haben gelernt, wo ist die Fregatte? War es Galente Frigate? Ja, ne? Da. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, da war das doch, ne? Bin ich blöd? Ja, ich bin blöd. Mining Frigate brauchen wir, in das wir sind Transportschiffe etc. pp. Ach, die Schiffe wollte ich auch noch. Können wir uns auch noch mal schnell angucken. Und zwar die Schiffe sind Schiffe. Der Schiffsbaum hatte früher einen anderen Namen. Der ist aber geändert worden aufgrund der Abkürzung des Namens, der mit einer nicht ganz so politisch korrekten Truppe einhergeht, die sich auch so nannte. So, und zwar völkerspezifisch. Das ist der Skillbaum der Schiffe des Volkes der Amar. Eines der Völker, die man spielen kann, unterteilt in drei Unterkategorien. Kaldari, eines der Völker, für die man sich entscheiden kann, unterteilt in drei Kategorien. Galente, was wir auch sind, eines der Völker unterteilt in drei Kategorien. Also, wenn man sagt, ich möchte das Volk spielen, kann man darunter nochmal unter drei Kategorien auswählen. Oder die Minmar. So, dann gibt es noch Or. Or ist aber spezifisch. So, wir sind Galente. Gehen wir hier rein. Euer Volk, was ihr gelernt habt, oder für das ihr euch entschieden habt, ist rein optisch und bestimmt lediglich das Startgebiet, in dem ihr startet. Als Galente startest du im Galente-Startgebiet, als Minmatar im Minmar-Gebiet. Ansonsten hat es null Auswirkungen auf das Spiel, außer dass bei den Skills wahrscheinlich, wenn wir mal ganz kurz nochmal die Skills reingucken, bestimmt nicht die Galente Fregatte und die Galente Industrial bereits einen Punkt drin haben werden, sondern höchstwahrscheinlich Minmatar, Amar oder die Kaldari dementsprechend da drin sein werden. Mining Frigate haben sie alle. Wir gehen nochmal an die Schiffe. Ich möchte euch nochmal die Schiffe zeigen. Also, deswegen, ab diesem Zeitpunkt, wenn ihr im Spiel seid, könnt ihr frei entscheiden, welche Schiffe ihr fliegen wollt. Ihr könnt frei entscheiden, ich skill dann aber, weil mir die Schiffe der Minmatar optisch besser gefallen, ich aber im Galente-Startgebiet starten will, weil da meine ganzen Kumpels sind, die das Spiel auch spielen, die halten sich da in der Nähe auf, deswegen starte ich als Galente, aber die Minmatar-Schiffe gefallen mir, also skill ich einfach die Minmatar-Schiffe und dann kann ich die Minmatar-Schiffe fliegen. Fertig ist. Könnt ihr machen. Ich bin mit Absicht Galente aus einem einfachen Grund. Ich möchte mich mit der Rohstoffproduktion, mit der Forschung, Transport, Erze, Waren hin und her entscheiden oder möchte ich machen. Deswegen ist Galente für mich interessant, weil da habe ich nämlich schon einen Skillpunkt in der Galente Industrial Ship drin, weil das hier die besten Schiffe sind für den Start. Als Beispiel, das ist die Miasmus. Die Miasmus hat nämlich, oh Gott, bist du ein kleines Fenster, hat nämlich den großen Vorteil, dass sie ein riesiges Fassungsvermögen speziell für Bergbau, also für Erze hat. 42.000 Kubikmeter ungeskilltes, nacktes Schiff. Also so wie das Schiff, wenn es aus der Fabrik kommt, ist. Ich kann das noch höher skillen, indem ich skille, und zwar die Galente Industrial Schiffe. Dadurch kriege ich ein höheres Fassungsvermögen, speziell für Erze. Das da oben, Kapazität, ist das normale. Der normale Frachtraum, das ist der spezielle Frachtraum, nur für Erze. Das hat nur die Galente, diese spezialisierten Schiffe. Dann gibt es noch diese nette junge Dame, die hat für Planetary Interaction, also für planetare, weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt, keine Ahnung, also was man auf Planeten machen kann, dafür, für die Güter, einen speziellen Hangar. Dann gibt es noch die Kryos, die hat einen speziellen Hangar für Mineralien, also das, was rauskommt, wenn man die Erze verarbeitet hat. Dafür ist das interessant. Die Nerus hat keinen speziellen Hangar, sie hat einfach nur einen einfachen Frachthangar. Da kann man alles reinstopfen. Und die Mark 5 von Ethereon hat auch nur einen einfachen Frachthangar. Da kann man einfach alles reinstopfen.
Diese Spezialisierung gilt nur für diese Schiffe hier unten, für diese fünf. Alle anderen Transportschiffe, Frachtschiffe, egal von welchem Volk, auch von der Galente, sind uninteressant. Die haben alle ein allgemeines Hangar. Hier sind wir schon bei den Dickpötten. Da dauert ewig, bis ihr da ankommt. Dann seht ihr hier dieses kleine Omega-Symbol. Dann könnt ihr hier schon mal sehen, wenn ihr einen Alpha-Account spielt, könnt ihr alle Schiffe spielen, die vor der Verbindungslinie zu einem Omega liegen. Quasi, ihr könntet bei den Galente, geh mal weg da, bis hier, da ist Omega, diese Schiffe fliegen. Ihr könnt diese Schiffe fliegen, ihr könnt diese Schiffe, diese, diese. Hier geht es wieder runter, dann geht es hier lang. Das hier, also hier ist die Grenze, ne? Die Schiffe könnt ihr fliegen. Den Haufen, den Haufen, den Haufen, den Haufen, den Haufen, den Haufen, den Haufen. Quasi, ihr könnt hochgehen bis zu, was sind's? Battleships, glaube ich, ne? Schlachtschiffen, ja, also Battleships. Bis hoch zu den Battleships könnt ihr gehen, was das angeht, bei den Galente. Keine Ahnung, die gleiche Spiel. Ne? Die kleinen Transporter, wie gesagt, das sind keine Spezialisierten. Bei Orr, das ist das Interessante, könnt ihr nur ein einziges Schiff fliegen, und zwar das da. Das ist die Venture. Orr ist dahingehend interessant, dass Orr ursprünglich im Spiel nicht vorhanden war. Ursprünglich im Spiel gab es diese vier Völker. Ich glaube, diese vier, bin mir gerade unsicher. Vielleicht waren es auch nur drei ohne die Ammer. Und wenn man sich auf Mining spezialisieren wollte, also auf den Abbau von Asteroiden oder aus Erze zu gewinnen und diese Erze dann zu verarbeiten zu Mineralien und um aus den Mineralien irgendwelche Dinge herzustellen, dann hatte man keine spezialisierten Schiffe für den Erzabbau, also für den Asteroidenabbau oder für den Eisabbau oder für den Gasabbau. Damals hat man das mit diesen Kampfschiffen gemacht, indem man die passende Ausrüstung reingeklatscht hat, aber musste mit den sehr begrenzten Frachträumen leben. Irgendwann, nach meinem ersten Besuch bei Eve, kamen die Ohrschiffe dazu. Und das sind alles spezialisierte Schiffe auf den Abbau von Erzen, Gasen, Eis. Kann man dazu ausrüsten, am dementsprechend größere Frachtraum. Die Venture, 50 Kubikmeter, mag man jetzt sagen, ja, ist ja nicht viel, aber hat ja einen speziellen Erz- oder Bergbaufassungsvermögen von 5000. Achtung, letzter Patch. Erze, Eis und Gase wurden zusammengefasst unter einem Begriff. Es gibt keine spezialisierten Kapazitäten, Fassungsvermögen mehr spezialisiert auf das und das, sondern das wird zusammengefasst unter dem Begriff Bergbau. So, dementsprechend, hier passen 5000 Kubikmeter an Erz rein. Das ist viel mehr als 200 bei einem Kampfschiff. Deswegen sind diese Schiffe so gut. Venture kannst du auch als Alpha-Klon spielen. Habe ich auch als Alpha-Klon gespielt. Habe ich auch als Alpha-Klon ausgerüstet. Und habe als Alpha-Klon auch ordentlich Geld damit gemacht. Das ist nicht das Problem. So. Also, Erz. Nur als Beispiel. Ich fliege jetzt dieses nette junge Ding hier. Das hat aber bei mir keine 27.000 Kubikmeter Erzfrachtraum, sondern 46.000, was zerquetscht ist. Ah ne, Moment, 33.000 glatt. 46.000 war was anderes. 33.000 glatt durch die Skillpunkte. Mit dem nächsten Skill komme ich auf, ich glaube, 37.000. Also, diese Schiffe kamen später dazu für die Spezialisierung vom Erz. Das könnt ihr machen, damit könnt ihr Geld verdienen. So, lange Rede, kurzer Unsinn, wir sind bei, ist scheißegal, ich cutte das sowieso so zurecht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für eine Art von Videoreihe das hier werden soll. Es kann sein, dass ich heute mich noch hinsetze, was aus, werde das noch ein bisschen aufnehmen, bis ich gleich Junior von der Kita abholen muss. Muss die Uhr im Kopf, im Auge behalten. Ja, okay, machen wir es so. Hier, kleiner Tipp vorweg, jetzt schon, sage ich euch jetzt schon. Wir navigieren jetzt hier im Weltall. Ne? Nur mal zum Vergleich, das da ist die Station, aus der wir gerade rausgekommen sind. Wir navigieren hier im Weltall, wir wollen springen, also klicken wir hier auf Springen. Dann weiß unser Autopilot, unser Schiff, ich möchte durch dieses Sprungtor springen. Jetzt warpt der ran, lädt den Warp-Antrieb auf und aus dem Warp raus kommt er sehr dicht an diesem Sprungtor. Wir werden gleich sehen, wie dicht. Das ist wichtig, denn erste, oberste, große Regel von Eve. Euer Schiff ist zerstört, sobald ihr die Station verlasst.
Wenn ihr nicht vorhabt, dass ihr ein Schiff verliert, weil es so teuer ist und ihr euch kein zweites neues Schiff leisten könnt, verlasst die Station nicht. Wichtig, verlasst die Station nicht. Denn sobald ihr die Station verlasst, seid ihr gefundenes Fressen für jeden Spieler. Das Spiel hat ein Open PvP. Überall könnt ihr abgeballert werden. Überall. Von jedem. Von alles und jedem Spieler. Ihr seht, wir sind bei 600 Kilometer knapp rausgekommen, können direkt springen. Es gibt auch einen Autopiloten. Ich kann quasi sagen, guck mal, jetzt will ich dahin. Ach so, wenn ihr Container seht, Cargo-Container, die gelb markiert sind, Finger weg, Falle. Springen. Finger weg, Falle, warum? Es gibt wirklich Spieler, die platzieren die Container mit Absicht so, um Anfänger abzugreifen. Also klicken wir auf Springen. Springen heißt, wir kommen immer relativ dicht bei raus, weil wir fliegen jetzt hier oben diese Route ab. Man könnte natürlich auch Rechtsklick drauf machen und sagen, da, Rechtsklick, Autopilot, gab es hier irgendwo, gab es noch den Punkt, ne? Oder ist hier der Punkt? Auf jeden Fall, wenn es den Punkt Autopilot da oben gibt, klickt nicht auf Autopilot. Ja, dann fliegt das Schiff alle einzelnen Punkte ab von ganz alleine. Ihr müsst nicht jedes Mal für jedes Sprung einzeln klicken. Ihr könnt auf Klo gehen, Kaffee trinken, Wäsche waschen, bumsen, was auch immer. Aber ihr sitzt nicht am Spiel. Und selbst wenn ihr davor sitzt, ist es ein Fehler. Weil, wenn ihr auf Autopilot klickt, kommt ihr nicht ein paar hundert Meter neben dem Sprungtor aus dem Warp raus, sondern ganze 15 Kilometer entfernt davon. Quasi, ihr müsst erstmal auf Reichweite an das Sprungtor ranfliegen in... gibt es jetzt hier den Autopilotenmodus? Ne, gibt's nicht. Okay. Ihr müsst erst ranfliegen an Reichweite, an das Sprungtor, auf Reichweite, um durch das Sprungtor zu springen. Und während dieser Zeit, je nachdem, was für ein Schiff ihr fliegt, seid ihr arschlangsam. Und wenn ich meine langsam, meine ich Kontinentaldrift ist schnell. Ihr seid langsam. Und ein langsames Schiff ist was in einem Open-PvP-Spiel? Richtig. Gefundenes Fressen für alles und jeden. Dementsprechend nutzt nicht den Autopiloten. Habe ich gelernt. Schmerzhaft. Erste Sache. So, zweite Sache. Die Sektoren sind hier unterteilt in Sicherheitsstufen. Die Sicherheitsstufen gehen in 0,1er Schritte von 1,0 bis 0 und in den Minusbereich. Im Sprachjargon ist das Spiel unterteilt in High Sec und Low Sec. Also in hohe Sicherheits... In Sektoren mit hoher Sicherheit, da ist die Concorde, so heißt die spielinterne Polizei, aktiv. Und Low-Sec, da ist sie weniger aktiv. High-Sec, ich stufe High-Sec, aber bin ich ganz ehrlich, nicht so ein, wie es alle Spieler tun. Für mich ist die Unterteilung eher in High-Sec, Mid-Sec und Low-Sec. High-Sec ist für mich 1.0 und 0.9. Dort seid ihr eigentlich relativ sicher und seltenst gefundenes Fressen für Spieler. Egal, ob sie euch abschießen wollen, also aus dem Jenseits ballern, oder ob sie euch wegrammen wollen und damit aus dem Jenseits ballern. Das passiert in diesen Bereichen sehr, 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 sehr selten. Und je nachdem, welches Schiff ihr habt, passiert das deswegen sehr selten, weil euer Schiff zu lange überlebt, bis Concorde, also hier die blauen Schiffchen, die Polizei anrückt und den Gegner platt macht. Quasi die Wahrscheinlichkeit, dass der euch platt macht, ist sehr gering, weil er damit rechnen muss, dass die Polizei auftaucht, bevor er euch platt gemacht hat. 08 bis 06 sehe ich als Mid-Sec an. Ihr könnt dort sicher sein, ihr seid es aber nicht zwangsläufig. Ich bin mit meiner Venture schon in 06ern unterwegs gewesen und hatte nicht ein einziges Mal Probleme mit anderen Spielern. NPCs ausgenommen. Es kann aber auch durchaus sein, dass ihr in den 08er unterwegs seid und ihr seid vielleicht von den nächstbesten Spielern weggeballert. Das kann in diesen Bereichen passieren, muss aber nicht. Kann entscheidend darüber sein, welches Schiff ihr fliegt, muss aber nicht. Also die Mid-Sec ist so ein Wischiwaschi. Low-Sec ist alles ab 5, also ab 05 abwärts.
Da könnt ihr davon ausgehen, dass ihr nicht lange lebt. Beispiel, mit meiner Venture war ich letztens in einem 0,4er-System unterwegs, mit Absicht, weil von 1,0 bis 0,5 gibt es dieselben Erze überall. Ich brauchte aber andere Erze, weil ich mehr Kohle machen wollte. In 0,4 bin ich also reingeflogen, habe es geschafft, meine Venture zweimal voll zu klatschen, also zweimal fast ausgeskillte Frachthanger voll zu klatschen mit Erzen, habe es weggebracht. Ich glaube, knappe 16.000, ja, knappe 17.000 habe ich weggeschafft. Kubikmeter an Erzen. Nee, Stückzahl an Erzen. Und war glücklich, weil diese 16.000 waren etwa ein Gegenwert von 5,5 Millionen ISK. Beim dritten Versuch bin ich weggeballert worden im Erzgürtel. Kam einer an, hat mich gesehen, bumm, bin geplatzt, fertig. Glück ist, jetzt wieder fachchinesisch aus dem Spiel, er hat mich nicht aus dem Ei gepellt. Das bedeutet, er hat nur das Schiff kaputt geballert, hat dann meine Kapsel da fliegen sehen und die Kapsel war ihm egal. Wenn er euch noch aus der Kapsel rausschießt, also euer Klon drauf geht, nennt man das gerne aus dem Ei gepellt. Weil die Kapsel halt aussieht wie ein Ei. Ich konnte also mit der Kapsel wieder nach Hause fliegen, zu meiner Heimatstation zurück und habe mir halt einfach dann ein anderes Schiff geschnappt. Die Venture hat aber ausgerüstet, so wie ich sie dort hatte, eine knappe Million gekostet. Ich habe also 4 Millionen plus gemacht. Das war es mir wert. Tut das nicht, wenn ihr euch kein anderes Schiff leisten könnt. Erste wichtige Regel, die ich für mich aufgestellt habe, ist, ich bin mit einem Mining-Ship so lange unterwegs in sicheren Sektoren, bis ich mir mindestens ein gleich ausgerüstetes Mining-Schiff in meiner Heimatstation in den Hangar stellen kann und das auch tue. Erst dann gehe ich mit meinem Mining-Ship in gefährlichere Sektoren, um dort zu minern, also in die 04er und abwärts, weil ich weiß, wenn mir das Ding platzt, habe ich noch eine zweite da stehen. Ich kann es mir leisten, das Schiff zu verlieren. Das muss man können, das muss man geduldig sein. Erst zweite Regel bei Eve. Seid geduldig, seid nicht stressig, geht nicht nach dem Motto, das ist ein Ego-Shooter, ich möchte in 2 Stunden durch sein. Seid ihr nicht. Es gibt Menschen, die skillen hier Jahre, ich wiederhole, Jahre für ihre Schiffe. Als Beispiel, wir machen gleich weiter. Als Beispiel, es gibt die sogenannten Meisterschaften für Schiffe. Das ist die Venture, hier gibt es die Meisterschaft. Meisterschaft ist nichts anderes als ein Leitfaden, der euch an die Hand nehmen möchte, um euch zu zeigen, wie ihr, wenn ihr ein ganz bestimmtes Schiff behalten wollt und das bis in die Perfektion ausrüsten wollen könnt, könnt ihr euch an diesen Leitfaden halten. Beispiel, das ist jetzt die Retriever, die fliege ich aktuell mit meinem anderen Charakter. Hier sehe ich, wenn ich die noch bei Light Drones, bei Drones auf 4 bringe, Light Drones, Drone Aviations habe ich folges, also dieser Charakter hier, und Drone Navigation auf 1, Light Drone Operation auf 1 und Drone Durability auf 1. Wenn ich das durch habe, kriege ich ein Häkchen. Das gleiche noch für Shield Tank. Da muss ich bloß Shield Operations auf 1 bringen, kriege ich ein Häkchen. Habe ich die Meisterschaftsstufe 1 beendet. Diese Skills zu skillen, die mir hier fehlen, dauert 1 Tag, 2 Stunden, 6 Minuten, 50 Sekunden. Achtung, Kulturschock. Ich hoffe, ihr sitzt. Wenn ich das auf Maximum bringen möchte, auf Stufe 5, brauche ich dafür 732 Tage, 20 Stunden, 55 Minuten, 22 Sekunden. Zur Information, für die, die es nicht wissen, ein Jahr hat 365 Tage. Ihr braucht 2 Jahre dafür. Echte Jahre. Und auch nur dann, wenn ihr nur das skillt und nichts anderes in die Warteschleife dazwischen steckt. Wenn ihr etwas anderes in die Warteschleife dazwischen steckt, braucht ihr länger. Ich habe schon Videos von Leuten gesehen, die haben 6 Jahre geskillt, um ihre großen Mining-Ships auf das zu bringen. Ich weiß gar nicht, eine Orca, wie lange brauchst du für die Orca? Ja, genauso lang, Pi mal Daumen. Also, damit hast du das Schiff quasi gemeistert und kannst wirklich das Beste vom Besten für dieses Schiff dort reinklatschen. Es ist ein Leitfaden, man muss sich nicht dran halten, es ist uninteressant, ihr bekommt nichts dafür, wenn ihr es geschafft habt. Das ist nur ein Leitfaden. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das tun, ihr seid aber nicht gezwungen, es zu machen. Kommt ganz darauf an, wie ihr spielen wollt. Also nur nochmal, um die Relationen vor Augen zu halten, dass ihr in diesem Spiel etwas braucht, und zwar Geduld. Das ist kein Spiel für mal eben nach dem Feierabend eine halbe Stunde reingucken. Das ist ein Spiel für
mal jeden Abend 2 bis 3 Stunden am Stück reinprügeln und am Wochenende mehr. Und am Urlaub am besten 24. Um wirklich viel zu machen, um viel zu erleben. Es ist kein einfaches Feierabendspiel für mal eben nebenbei. Außer ihr meint uns jetzt mit der Retriever im Mining Belt und das Ding läuft nebenbei, ihr könnt dann eh nichts machen. Egal. So, zurück zu Aura. Ne? Genug böse Sachen erzählt. Also, hier klicken auf Agency. Habe ich. Gespräch beginnen, weil wir wollen ja. Nein. Mit ihm wollen wir sprechen. Gespräch beginnen. Gespräch jetzt übrigens lesen. Zack. Was möchte er von uns? Er möchte, dass wir dahin fliegen. Ja. Also ihn wählen auf, zu dem wir. Aha. Das ist aber blöd. Ich habe keinen Miner. Ah, bewilligter Gegenstand. Guck mal. Der folgende Gegenstand wird Ihnen bewilligt werden, sobald Sie die Mission annehmen. Ein Mining Laser. Das ist nett. Erze. Erz, das an einer anderen Position abgebaut wurde, wird nicht akzeptiert. Ganz wichtig, das bauen wir da ab, weil das ist für uns indiziert. Können wir da abbauen. Wenn wir das tun, kriegen wir also diesen Laser. Dann müssen wir da hinfliegen und müssen 1000 Feldspar abbauen. Ja gut, kriegen wir hin. Scrollen wir mal runter. Wir kriegen als Belohnung 248.000 ISK. Zeitbelohnung 238.000 ISK. Das wird aber von Sekunde zu Sekunde nach Annahme der Mission immer weniger. Also wenn ihr es innerhalb von 6 Stunden schafft, kriegt ihr nicht den vollen Bonusbetrag ausbezahlt, sondern anteilig daran, wie viel von diesen 6 Stunden noch übrig ist. Und wir müssen Sicherheitsleistung in Höhe von 1 ISK hinterlegen. Ja gut, machen wir. So, haben wir. Schiff ausrüsten. Wir haben, glaube ich, schon einen Mining Laser drinnen. Ein Civil Mine. Ah, guck mal, das ist ein besserer. Dann bauen wir den aus, bauen den ein. Ist doch toll. Ja, ist schön. Schließen. Zack. Weiter. Freier Faust öffnen. Danke! So, jetzt haben wir noch ganz viele andere Sachen reingeklatscht bekommen. Das schließen wir. Das lassen wir. Das schließen wir. Das schließen wir erst recht. Guck mal, es gibt ein neues Angebot. Schließen. So, noch mal was. Ja, genau, wir wollen abdocken. Das hier ist unser Agenten-Missionsführer. Unser. Ich muss nicht mehr nachdenken, was in Missionsbeschreibung stand, weil das steht dort. Wir machen die Gelegenheit mal wieder aus. Ich klicke mal da oben auf das Ding, um es ganz auszuschalten. Route lassen wir an. Skillrausch machen wir aus. Und das Suchendings machen wir auch aus. So, jetzt sage ich an Position warpen. Ich muss nicht mehr. Hier ist ja hinterlegt, was ich tun soll. Hier steht, warpen Sie an Position XY. Und das mache ich jetzt. Da braucht man jetzt nur durchklicken. Ansonsten hätte ich mir merken müssen, wo muss ich hinwarpen. Hätte jetzt hier auf Bergbau gehen müssen. Hätte jetzt hier das passende raussuchen müssen. Draufklicken und sagen, warpe hin. Muss ich nicht mehr. Ne? Weil ich muss darauf klicken. So, warum machen wir mit dem Schiff? Naja, wir haben ja noch kein anderes. Wenn wir kein anderes haben, können wir auch kein anderes nutzen. Und ein Venture kostet ein bisschen viel Geld. Als Beispiel, meine Retriever hat mich 69 Millionen gekostet, inklusive Ausrüstung. So, jetzt sind wir hier in diesem kleinen instanzierten Bereich. Es steht da, Sie müssen Feldspar abbauen. Das da ist ein Asteroid. Oh Wunder, er heißt Feldspar. Den umkreisen wir in 2,5 Kilometer in Entfernung. Wir haben eine Reichweite von 10 Kilometern. Wir können also sagen, Feuer frei auf dieses Ding. Entweder indem ihr auf die Waffe klickt und dann auf das Zielobjekt, dann ist die Waffe automatisch aufgeschalten. Oder ihr klickt nur das Zielobjekt an, sagt das da. Oder ihr klickt auf das Zielobjekt, macht Rechtsklick, Ziel aufschalten und dann auf die Waffe, damit automatisch das hier umrandete Ziel angegriffen. Jetzt müssen wir warten. Und zwar bis wir 1000 Feldspar im Inventar haben. Das geht relativ einfach. Wir machen unser Inventar auf. Und zwar der normale Hangar und ein Drohnenhangar. In den Drohnenhangar können wir Drohnen reinsprechen, quetschen. So, das schmeiße ich nach da unten. Mach es ein bisschen kleiner. Sage der Hangar. Zack, zack.
Okay. So, und jetzt warten wir, bis da 1000 drin sind. Ihr seht hier eine kleine rote Linie um diesen Laser herumlaufen. Wenn der einmal durch ist, also unten angekommen und geschlossen ist, plapp, kriegen wir die erste Ladung Feldspar. Danke. Mhm.